Sida, ich bin 21 Jahre alt und seit letztem Jahr wohne ich hier in Berlin und bin Content Creator. Ich bin zwar aus Thailand und dort bin ich geboren, dort habe ich meine ersten 6 Jahre verbracht, wo es wieder sehr viele Regeln gibt und du darfst das und du darfst das und nicht. Und seitdem ich in Berlin bin und man sich frei austoben kann und so sein kann, wer man ist, bin ich immer mehr zu mir selbst. Und jetzt schreibe ich meine eigene Kunst auf meinem eigenen Körper. Tattoos bedeuten für mich Freiheit. Ich habe insgesamt 11 und die sichtbar sind, das sind halt eigentlich generell so Notizen an mich. Mein erstes Tattoo hat auch mit so am meisten eine Bedeutung, auch wenn es einfach nur ein simples Smile ist, aber mein linkes Auge war schon dort. Ich weiß auch nicht warum, es war einfach schon mal dort, seitdem ich denken konnte. Aber als Kind war ich sehr traurig und saß oft da und anfing einfach jeden Tag den Punkt als Smiley auszufüllen, damit ich nicht vergesse zu lachen. Das hat mich in traurigen Zeiten immer daran erinnert, mein Grinsen nicht zu verlieren. Die Geschichte zu Why Not, das war so eine Phase, wo ich anfing, Dinge zu hinterfragen. Und irgendwann habe ich gemerkt, komm, mach dir nicht immer so einen Kopf. Das verwende ich oft im Alltag und seitdem ich dieses Tattoo habe, kann ich es auch direkt mitzeigen, hey Leute, warum denn nicht? Im Endeffekt bereut man die Dinge, die man nicht getan hat. Dadurch, dass ich halt immer diese kleinen Notizen habe, habe ich echt überlegt, vielleicht könnte ich mir auch Notizen machen, mich eher einzucremen und an meine Pflege zu denken. Ich bin sehr oft auf Festivals und Konzerte, da triffst du die Sonne und es ist super wichtig, sich einzucremen. Geschichten sollen nicht verblassen, meiner Meinung nach. Deswegen sollte man wirklich darauf aufpassen, seine Tattoos zu pflegen.